Wenn ich mir vorstelle, dass wir alle unsere Tasse Kaffee trinken können oder unser Kleidungsstück kaufen können und uns keine Gedanken mehr darum machen müssen, wie das hergestellt ist und ob da Menschenrechte verletzt wurden, dann brauchen wir den VEN nicht mehr. Und dann wäre die Vision erfüllt. Aber 2030, bis dahin schaffen wir das, glaube ich, nicht. Deswegen sage ich jetzt noch mal eine ganz konkrete Vision für den VEN. Und die stelle ich mir so vor, dass wir in Niedersachsen doppelt so viele Eine-Welt-Promotorinnen haben wie bis jetzt. Und die unterstützen und stärken die Zivilgesellschaft. Und wir haben eine ganz lebendige Zivilgesellschaft mit vielen Ideen zur Veränderung und mit gelebten Beispielen. Ein Bottom-up-Prozess, eine lebendige Gesellschaft, die verändert im Sinne von Nachhaltigkeit und die unterstützt wird von den Promotorinnen. Das ist die Vision 2030 für den VEN.